Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jöni hier und herzlich willkommen zum 20. Mafia 3 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit Mafia und später wird noch ein weiteres Video von mir kommen. Wisst ihr, was ich heute total vercheckt habe? Dass das die Folge Nummer 20 ist, Mann. Das heißt ja eigentlich, ein 1-Stunden-Special muss kommen, aber das werde ich einfach bei der 21. Folge machen. Ich denke mal, es wird jetzt nicht so schlimm sein, ob wir das jetzt heute machen, bei der Folge oder bei der 21. Folge. Weil ich hätte das alles auch geschafft, das 1-Stunden-Special zu machen, nur heute, wie ihr wisst, spielt Dortmund gegen Bayern und danach direkt Atletico Madrid gegen Real Madrid. Also das sind heute einfach zwei kranke Spiele, die man sehen muss als Fußballfan. Ich wusste einfach nicht, dass die heute spielen, das haben mir gerade ein paar Kollegen geschrieben und ich wollte diese Spiele unbedingt sehen. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, das wird, denke ich, nicht so schlimm sein für die Leute da draußen, wenn ich jetzt das 1-Stunden-Special einfach auf die nächste Folge verschiebe. Und ja, gestern habe ich ein paar Kollegen noch an meinen Geburtstag zum zweiten Mal nachgefeiert, hat der eine oder andere vielleicht schon auf Instagram oder Snapchat gesehen. Wenn nicht, folgt mir da auf jeden Fall, weil da könnt ihr richtig geile Snaps wieder von mir sehen, ja, die kompletten Aufrille-Snaps hier. Und da haben wir direkt den Donovan. Ich glaube, jetzt werden nur noch geile Missionen kommen. Wir haben momentan nur noch die hier und dann nochmal die hier. Das sind, glaube ich, beides so richtig gute Missionen, die nicht so eintönig sind wie die anderen. Ich habe Infos über Derazio. Dann steigen wir ein und los geht's. Mit welchen Mitteln kamen Sie an Tony Derazio ran? Ich hatte in dem ganzen Laden Wanzen und Mikrofone platziert. Als der Verrückte das Hotel verließ wegen dem Deal, habe ich mitgehört. Tony, wusste gar nicht, dass du heute kommst. Wie geht's? Packe gerade das Geld für euch ein. Wie lange bist du jetzt in diesem Business, Joe? Ich weiß nicht. 5, 6 Jahre? 5 Jahre, 3 Monate und 18 Tage. Die ist abgelaufen. Hör zu, ich weiß, ich bin spät dran, aber das ist nicht mein Fehler. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als Ordnung. Wenn man die Ordnung vernachlässigt, macht sich Unordnung breit und zerstört alles, was man im Leben erreicht hat. Dann hilft nur noch, sie zu isolieren und auszumerzen, bevor es zu spät ist. Du verstehst, Joe? Das stimmt. Sicher, Tony, aber hör mir mal zu. Irgendein Knallkopf schießt dir alle über den Haufen. Weißt du, wie viele er schon gekillt hat? Ja. Oha. Eieiei. Ach du Kacke. Dominic, richtig? Boah, ist das für ein Tier. Ach du Scheiße, bestimmt Leibwächter jetzt von ihm. Du nimmst den gepanzerten Wagen und sorgst persönlich dafür, dass alles uns geschuldete Geld eingetrieben wird. War das klar und deutlich? Ja, Mr. Derazio. Sobald du alles beisammen hast, lieferst du es direkt bei mir im Hotel ab. Der Code für den Lift ist 0451. Ja, der Typ ist auf jeden Fall schon ein bisschen krasser als die anderen, die wir bisher hatten. Aber jetzt kommt wirklich dieses Mafia-Feeling hoch. Ich schwöre es, Leute. Ich weiß auch nicht, warum. Von da an hat der Lincoln 2 Optionen. Den Liftcode benutzen, um in die Lobby zu fahren, was in einer Mordsschießerei enden würde. Oder Dominics Auto klauen und sich reinschleichen durch das Parkhaus des Hotels. Okay. Klau ein paar von diesen schicken Seifen. Im Hotel geben sie mir keine mehr. Jeder wird's mitkriegen. Schleiche dich in das Royal Hotel. Boah, das ist jetzt geil. Guck mal, jetzt, Leute, so hätten die das die ganze Zeit machen müssen. Bei Mafia 2, da war es wirklich so gewesen, da hast du auch immer feste Missionen gehabt und nicht Missionen, die, wie soll ich sagen, die man so immer nebensächlich machen muss, die total langweilig sind, weil das sind jetzt die richtigen Missionen. Und so gefällt mir das Spiel auch mehr, Mann. Und ich hoffe, bei euch ist es genauso. Ich fand diese, wie gesagt, das habe ich schon zu oft gesagt, aber ich sag's nochmal, diese scheiß Nebenmissionen waren einfach kacke. Und jetzt kann das Spiel, denke ich mal, so richtig losgehen. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Alles klar, Leute, wir sind auch direkt angekommen. Schleiche dich. Eieiei. Schleiche dich in das Hotel und wir präsentieren direkt unseren Wagen hier vor. Das war natürlich optimal. Ach du Scheiße, typisch jetzt auch denken. Ja, wie soll ich mir jetzt ins Hotel schleichen? Jetzt schnell, schnell, schnell. Jalla, jalla. Unbefugtes Betreten. Ja, guck mal, hier sind viel zu viele. Wie soll ich. Was dauert denn da so lange? Ach du Scheiße. Ich gebe ihm einen Monat. Der geht pissen. So. Ist Tony Dominic erledigt? Scheiße, wir haben keine Munition mehr. Das ist doch völlig, Mann. Das dauert 6 Monate. Mindestens. Den links hier erstmal, würde ich sagen. Weil der ist. Ah, da geht's rein, glaube ich. Ne, doch nicht. Ah, da kommt aber einer. Ich dachte, das wäre dieser Leibwächter jetzt von dem. Pack dir den, pack dir den. Zack. Sauber. Aber ich hoffe, die Leute sehen das nicht da vorne. Oh Gott, da ist noch einer, glaube ich, oder? Egal, lass die einfach.
So, jetzt hole ich mir die. Pack dir die beiden erstmal den rechten. Zack. Und der linke fällt um vor Schock und kriegt direkt den in seine Fresse. Und bam, Junge. Sauber gemacht. So, wir nehmen jetzt mal auf jeden Fall die Waffen von dem mit. Die müssten, glaube ich, mehr Munition haben. Wo geht's denn rein? Ins Hotel würde ich mal... Ah, vielleicht müssen wir den Wagen... Ah, das ist, glaube ich... Ist das nicht der gepanzerte Wagen, oder? Ja, ich weiß gerade selber nicht. Schleiche dich in das Royal... Fahre die in der Garage des Royal Hotels. Alles klar, das können wir direkt machen. Wir brauchen gar nicht zu cutten, Leute. Wie gesagt, ich war gestern mit ein paar Leuten meinen Geburtstag nachfeiern nochmal. Und das war echt ein mega geiler Abend, muss ich wirklich zugeben, ey. Und, momentan geht's mir auch wieder besser, sage ich mal. Auch körperlich, weil... Keine Ahnung. Seit dem Abend gestern ist wieder so... Der hat das wieder alles wieder ins Gleichgewicht gebracht, sage ich mal so, ey. Okay, jetzt müssen wir da in das Hotel fahren, aber was ist denn hier? Warum ist das Navi jetzt so komisch? Ah, hier geht's rein, okay, okay. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. Guten Tag. Okay. So nice, so nice. Hat das Lied im Hintergrund ganz leise bestimmt? Nutze den Aufzug, okay. Parke irgendwo. Wisst ihr, wo ich parke? Einfach hier auf dem Gang. Machen wir das so. Okay, und jetzt müssen wir irgendwie vorgehen, Alter. Oh Gott, hier sind so viele. Da war den ersten, den packe ich mir. Zack. Oh nein. Ich hoffe nicht, dass der es gesehen hat. Der kommt jetzt hier hin, der kommt jetzt hier hin. Boah, ist das für eine krasse Karre da. Warte. Zack. Bam. Sauber. Da kommt noch einer jetzt, ich glaube, der hat es gehört. Sehen wir mal hier nach. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Zack. Boah, Junge, Alter. Ich hoffe, der da drüben rechts sieht nichts. Nein, der hat mich jetzt. Schön, dich zu treffen. Scheiße. Boah. Kurz gebumst, habt ihr das gesehen? Alter, so macht das Spiel richtig Spaß, Leute. Ey, seid mal ehrlich, Mann. Genial, ey. So finde ich Mafia geil, Mann. Diese Mission, wo man sich irgendwo reinschleichen muss. Und. Natürlich, das Mafia-Feeling ist nicht so wie bei Mafia 2. Aber es kommt langsam wieder, Mann. Es kommt langsam wieder. Die Lautstärke war ausreichend, danke. Was? Ich habe bereits angemessene Maßnahmen eingeleitet, um die Sache zu regeln. Du kannst mir vertrauen, ich habe alles im Griff. Das will ich auch verdammt nochmal hoffen. Wenn die Sache mit dem Richter schief geht, steht uns die Scheiße in 0,9 bis zu Hals. Wir haben nichts Bedeutendes verloren, außer ein paar Männern. Und die sind ersetzbar. Oder anders gesagt, es gibt nichts, was leichter zu ersetzen wäre. Shell sind diese Penner scheißegal. Das Einzige, was ihn interessiert, sind die Leute, die wirklich wichtig sind. Verstanden? Oh ja, ich habe verstanden. Und ich gebe dir mein Wort, dass alle Zahlungen weiterlaufen wie geplant. Keiner unserer Partner muss sich graue Haare wachsen lassen wegen unserer momentanen Schwierigkeiten. Ja? Okay. Ich verlasse mich auf dich, Tony. Bau keinen Scheiß. Auf Wiederhören. Oh shit, die haben uns gesehen, dass wir im Aufzug sind. Wo ist denn die Kamera, würde ich mal gerne wissen. Wo ist die Kamera, ja, hä? Weil das ist, glaube ich, so ein Fehler vom Spiel. Die Kamera kann hier nirgendwo sein. Die war nämlich rechts oben in der Ecke irgendwo. Es sei denn, die ist unter einer dieser Lampen irgendwie versteckt. Aber das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Okay, die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Findet Tony? War das der Typ, der gerade am Labern? Das war der auf jeden Fall, das war der Tony. Ja, wo sind denn die Leute hier? Ich glaube, wir sind jetzt direkt unten im Keller. Feindliche Zone. Warte mal, geht's hier drüben auch weiter? Ne, es geht nur hier rein, durch diese Tür. Oh, super. Nimm den Rest des Tages frei. Nimm den Rest des Tages frei. Die freue ich jetzt okay, richtig bestimmt. Die Sache ist die, Abgeordneter. Als müsste der Razio einen sehr großzügigen Beitrag Wir müssen einmal außenrum. Das heißt, alle platt machen. Ganz schnell, zack. Aber guck mal, das verstehe ich. Das finde ich ein bisschen unreal. Als ob die das nicht hören Scheiße. Würden, die anderen. Jetzt gleich. Also, die anderen haben, glaube ich, so einfach taub. Die brauchen noch ein bisschen Hörgerät. Sieh zu, dass du die Fotos machst. Ja, zack, hier. Und bisher hat uns noch keiner so richtig gesehen, außer der einen, den wir direkt in die Fresse geballert haben. Das sah jetzt mal aus wie ein Mercedes-Stern hier, ne? Seid mal ehrlich. Okay, und was ist damit? Ich, mir die beiden. Ich weiß, dass der Hurensohn schon seit 64 tot ist. Durchlöchert das! Guck mal, am Gucken ist der Typ daneben. Der so hört, richtig große Augen gemacht. Oha. Ah, der hat mich. Okay, der hat mich gesehen. Nicht alle Mann in Deckung! Zack, okay. Jetzt wird das hier, glaube ich, eine Ballerei geben, ne? Eine Ballerei in der Walachei. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, haben wir Glück gehabt, dass er sich getroffen hat. Ich hasse die mit der Pumpgun, ne? Nein, nein. Alter, wie bewegt er sich? Der macht den Moonwalk, hallo. Ey, so, den habe ich. Optimal, Leute, optimal. So, wo ist denn Tony, hä? Tony, mein Freund, wo bist du? Tony Mahoney, Bajoni.
Ja, ich glaube, das Gewehr ist, glaube ich, hier besser geeignet, weil die Gegner sind sofort vor dir. Sag leb wohl, Motherfucker. Ich hab ihn! Hier drüben! Ja, wie hat er mich so schnell bekommen? Zack. Boah, das Gewehr ist aber echt geil, Mann. Das ist super präzise. So, das kann man nicht vorstellen, dass jetzt hier schon der Tony sein wird, ey. Niemals. Nimm mal noch nicht die... Hallo, falsche Waffe. Niemals wird er hier drin sein. Siehst du, das wird noch viel weiter nach oben gehen. Das ist ja nämlich... Ist dann das nicht irgendwie ein Hotel? Der Wichser geht auf uns los! Ach du Scheiße, ja. Schnappt ihn euch! Warte. Bam, Junge. Bam, Junge. Okay, zwei Schüsse brauchen die meistens. Eins, zwei. Ja, aus so einer Distanz vielleicht drei. Haben wir, weiter. Okay, warte, wir gehen mal außen rum hier. Das ist so wie der eine Typ, der es gerade gemacht hat. Ich überrasche jetzt einfach mal von... Oha, das ist ein Klavier einfach. Oha! Zack! Oh nein, oh nein, oh nein, das ist gar nicht gut gerade hier. Oha, hast du eine geile Aussicht hier? Nein, 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 nein. Nicht der mit der Pumpgun, Alter. Oh nein, rechts, rechts, rechts. Oha. Wir kommen jetzt von allen Seiten. Digga, zeig deinen Kopf. Da links ist noch einer gerade am Kommen. Alter. Junge, hier geht's gerade richtig ab, Mann. Das liebe ich gerade. Lad nach. Nein, 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 nein. Da ballert irgendwo einer von rechts. Oha, von wo ballert der denn, ey? Da oben ist der, glaube ich, ne? Ja, der ist da oben. Nein, nein, nein. Alter, wie gut. Boah. Der hat die echt gut geworfen, fast. Die ist fast angekommen. Der ist immer noch da oben. Bam, Junge. Bam, der ist tot. So, jetzt gehen wir uns erstmal in die Aussicht. Alter, das sieht verdammt geil aus, ne? Ja, Mann, Alter. Endlich mal. Oh, da ballert aber irgendwo hier noch jemand. Wo ist der? Oh, irgendeiner ist gerade umgefallen. Hört ihr das? Ich höre so. Hier liegt schon mal Leben. Das ist sehr gut. Das können wir immer gebrauchen. Leckeres Leben. So, wo ist der Rest? Da oben ist irgendwo einer. Boah, Alter, was ist das für ein krasses Haus hier, ne? Guckt euch das mal an hier. Der Typ lebt anscheinend richtig gut. Zack, zack. Boah, dieses Gewehr, ne? Das ballert übertrieben. Aber wir müssen jetzt die Waffe wechseln, weil wir kein zu wenig Munition haben, sage ich mal. So, müssen wir hier die Tür aufbrechen. Aber hier wird es bestimmt immer noch nicht zu Ende sein. 100%, Leute, 100%. Egal, wir gehen mal weiter. Ich hoffe nicht, dass direkt jetzt vor mir einer steht mit einer Pumpgun oder so. Nee, immer noch kein. Du bist ganz schön dreist. Dreckige Promenadenmischung. Oha! Ach du Scheiße! Ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast meine Geschäfte. Oh. Konfrontiere Tony der Ratio. Guck mal, wie locker easy, Alter. Ich hab gedacht, das wird das so voll der krasse Kampf und so. Boah, ist das für eine Waffe hier? Dicke Panzerfaust. Nimm mal direkt mit hier, ey. So, jetzt ballern wir mit denen die Panzerfaust in die Fresse. Der wusste, dass wir kommen, ne? Der Idiot, der hätte doch voll abhauen können. Sei mir ehrlich. Glaubst du allen Ernstes, dass was du hier machst, ändert irgendwas? Idiot. Nur zu. Töte mich. Morgen schon kommt ein anderer für mich. Kein Mensch wird das überhaupt mitkriegen. Da irrst du dich. Jeder wird's mitkriegen. Oha! Ho, ho, ho. Schmeiß den einfach aus dem Fenster! Ah! Fuck! Ach du Scheiße, ey. In den Straßen unserer schönen Stadt tobt ein Krieg. Ein Schütze stürmte ins Royal Hotel und erschoss eine Unzahl wehrloser Menschen. Da war ein lautes Krachen, wie wenn eine Bombe hochgeht. Ich schaute hoch und dann sah ich einen Mann, der fiel von ganz oben aus dem Gebäude. Dann kamen lauter Männer angerannt und die waren alle bewaffnet. Sie rannten ins Royal und dann fing die Schießerei an. Keine Ahnung, wie Lincoln aus dem Hotel rausgekommen ist. Fallschirm. Keine Ahnung, wie soll er rausgekommen sein? Das war eigentlich blöd, ne? Ja, super! Keine Ahnung, wie der rausgekommen ist. Jetzt müssen wir auch noch entkommen. Ah, leck mir doch die Eier, Alter. Na, super. Eieiei, die warten doch schon alle hier. Guck mal jetzt, Leute, mit der Panzerfaust. Das kann Tony nicht überlebt haben. Warte. Ruhe! Wer immer du... Bam, Junge! Ja, super. Die Panzerfaust ist ja voll erschrottet. Jetzt habe ich keine Waffe mehr dafür. Ich glaube, da gehen wir doch mal lieber zurück und holen uns eine Waffe, Leute, oder? Ich hoffe, da liegt noch irgendwo eine, ey. Ja, Mann, da liegt noch eine, sauber. Zack. Oha, die hören sich schon voll nah an. Irgendeiner ist hier oben. Ich drücke jetzt ab. Zack, ich drücke jetzt ab. Schwanz drückst du ab. Hier. Ja, super. Jetzt müssen wir auch noch hier entkommen, Leute. Das wird so schwer werden, ich sag's euch. Einer kommt hier hoch. Zack, zack, zack. Boah, Alter, wir nehmen diese Folge alle sowas von auseinander. Merkt ihr das? Hier einfach nur genial. Nein, nein, nein. Boah, da haben wir jetzt Glück gehabt, Leute. Weil der hat... Welches Gewehr hat er denn? Er hat die Pumpgun. Die Pumpgun feiere ich nicht so. Aber fürs Gebäude ist die Pumpgun eigentlich immer besser, Leute. Das müsst ihr euch merken. Weil die Gegner sind da meistens nah um die Ecke. Und da hinten haben wir auch eine Panzerfaust. Bevor wir jetzt hier runterfahren, hole ich mir die Panzerfaust, sage ich schon. Da hinten ist doch... Hä? Hinten rechts in der Ecke. Seht ihr das? Da ist doch so ein...
Wie heißt das denn, Mann? Panzerrüstung, genau. Und hier liegt auch schön Money, 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 Money. Und da eine dicke Panzerrüstung. Perfekt, perfekt. Alter, wer so lebt, ne? Ich schwöre, es ist eines Tages auch mein Traum, irgendwie so zu leben, Alter. Ich weiß nicht, aber es ist einfach so krass, wie das aussieht. Super innen eingerichtet, Mann. Einfach nur krass. So, und jetzt müssen wir irgendwie runterkommen. Ich bin gespannt, wie der das machen will. Ah ja, genau, der, gute Idee. Der kann ja einfach direkt in den Keller. Aber ich denke mal schon, dass sie die Aufzüge gesperrt haben, oder? Zielt weiter auf diesen verdammten Fahrstuhl. Steh auf und sieh nach, ob er noch da drin ist. Entschuldige dich gefälligst. Ja, wo sind die denn? Ah, da können wir entkommen. Ich werde jetzt einfach da rausgehen, Leute, ohne Spaß, ohne dass die mich sehen. Vorsicht! Ein Arschloch mit einer Knarre! Guck, guck, wie viele hier sind! Alter, ich schwöre es dir, wie viele hier sind. Sag mal ehrlich, wisst ihr, was wir machen? Ich ziehe jetzt einfach durch, okay? Aber meint ihr, wir können den Typen anrufen, dass er uns ein Auto vorbeibringt? Ich brauche irgendeine Karre, um aus der Innenstadt abzuhauen. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Boah, das war jetzt perfekt geplant, Leute, oder? Sieht nach Ärger aus. Jetzt bringt ihr den Wagen hier hin. Okay, auf drei. Eins. Hä? Ich verpiss mich. Hä? Das ist eine große Hilfe. Oha. Ey, woher wusste ich, dass ich auf einmal hier bin? Hallo? Oha, oha, oha. Lauf, 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 lauf. Fuck, fuck, fuck. Mein Wagen ist da. Nein, heilen, 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 heilen. Schnell, Adrenalin, Adrenalin. Ab in den Wagen, ab in den Wagen, ab in den Wagen, ab in den Wagen. Schnell, schnell, schnell. Scheiße, scheiße, scheiße. Fahr doch, Junge. Fahr doch. Wie lange braucht ihr zum Fahren? Hallo? Häng die Polizei ab. Fahrt! Hey, wie lange braucht ihr zum Fahren, Alter? Mann, wir haben es fast geschafft, Leute. Unser Plan. Aber das war dumm, dass wir das Auto bestellt haben. Die haben alle sofort rausgeguckt. Deshalb konnten wir uns nicht rausschleichen. Hey, wir müssen das nochmal machen. Okay, Leute, wir suchen nochmal zwei da draußen. Habt ihr ein Auto gesehen? Ich will mir jetzt einfach das packen. Wie geht's dir, Süße? Okay, komm, der guckt gerade auf die Schuhe. So, und jetzt zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Genau so, genau so, genau so, genau so, genau so. Schnell, yalla, yalla. Komm, jetzt fahr, fahr, fahr. Einfach weg mit dem Wagen, yalla. Oh, das war gut, das war gut. Da haben wir so eine lahme Scheiß-Entenkarre. Jawohl, jawohl, wir sind entkommen und schnell geradeaus weiter. Die Bullen sind nicht mal hier. Verpiss dich doch mal hier. Eieiei. Komm, komm, häng die Polizei ab. Ach du Scheiße, jetzt müssen wir irgendwie hier abhauen, Leute. Ich hoffe, die kriegen mich nicht. Meine Nase juckt gerade, komm, weiter geradeaus. Die kriegen, wir sind ja schon jetzt raus. Ganz locker easy, Alter. Wir haben die einfach gebumst. Einfach alle gebumst. Wir hätten, ich stell vor, wir hätten uns gegen die angelegt. Da waren 40 Leute einfach da. Aber das, so sollte es doch, glaube ich, sein, Mann. So sollte die Taktik, glaube ich, sein. Und wir haben sie perfekt umgesetzt, Alter. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Was lädt die Scheiße denn so lange? Komm schon, schneller, schneller, schneller. Ja, Leute, und was habt ihr so Schönes gemacht heute? Ah, jetzt können wir das wieder, jetzt können wir das wieder hier, sag ich mal, jemandem zuweisen. Und ich würde sagen, diesmal weisen wir das dem Linken zu, also den ganz Links da, der Typ. Sieh an, wer uns mit seiner Anwesenheit beehrt. Tony D'Orazio hat gerade vor dem Royal das Pflaster geküsst. Die Innenstadt gehört uns. Cavar Construction, die falschen Baustellen. Das Imperial, die ganzen Schlappschwänze, die dem Mob Geld schulden, alles unser. Okay, der Distrikt ist also 50-50 aufgeteilt. Seien wir ehrlich, es wird dort wahrscheinlich so oder so gut für dich laufen. Trotzdem hätte ich ihn gerne ganz. Schon klar, Bruder. Du bist letztes Mal zu mir gekommen, hast aber immer noch Zweifel. Fragst dich, wie eine Frau in dieser Welt mit einem Mann Schritt halten will. Kann ich dir sagen, mithilfe sehr vieler Patronen. Du hast mich eingewickelt mit deiner Geschichte, wie wir durch die Stadt marschieren und jeden Marcano-Bastard erledigen. Und jetzt sieh mich an. Ich stehe mit leeren Händen da. Was ist mit deiner Story, hä? War alles nur Lüge? Wird Zeit, dass du endlich lieferst. Ja, auf jeden Fall. Lass dich nicht labern. 100% nehmen wir den, Leute. Ist mir egal, ob wir da Verlust machen oder nicht, aber aus Loyalität nehme ich einfach den, weil der noch nichts bekommen hat, Leute. Auf jeden Fall. Alles deins, Berg. So ein Mist raubt den Leuten jede Motivation. Das solltest du dir wirklich mal klar machen. Danke, Junge. Ich werde dir meinen Teil tun. Das wird schon wieder mit uns. Ich soll meinen Jungs jetzt sagen, dass ihre Arbeit umsonst war? Herrgott, das wird denen genauso wenig gefallen wie mir. Das ist das letzte Mal. Das war's. Reicht erstmal. Na, jetzt hat jeder seinen Auftrag bekommen. Er soll sich ja mal nicht beschweren. Ist ja normal, dass ich ihm das gebe, weil der noch gar nichts bekommen hat, Alter. Soll er da mit leeren Händen am Ende stehen, oder was? Die Polizei weitet die Suche nach dem männlichen Schwarzen, der für das Massaker im Royal Hotel verantwortlich sein soll, aus. Der Verdächtige ist ca. 1,91 Meter groß, bewaffnet und sehr gefährlich. Du hast Tony vom Dach des Royal Hotel geworfen? Ah, stimmt nicht. Es war sein Penthouse-Fenster. Du hattest schon immer einen Hang zum Dramatischen. Tonys Buchhaltung. Die letzten paar Seiten sind sehr interessant. Hast du eine Ahnung, was US5CJ heißt? Moment mal. Heilige Scheiße.
Warum verschenkt Lou 10 Riesen an ein Bordell und dieselbe Summe an eine Drogenhöhle? Greco hat Scaletta und mir erzählt, dass Marcano ein Vermögen ausgibt, damit Glücksspiel endlich legalisiert wird. Und wen sollte man da schlauerweise an seiner Seite haben? Natürlich einen Richter vom 5. Berufungsgericht, US5CJ. Exakt. Es gibt über 20 Richter in der Kammer. Jeder kommt in Frage. Ein Typ wie der, um den es hier geht, lässt sich normalerweise nicht ins Handwerk pfuschen. Ich klappe mal die Adressen ab, die hier drin stehen. Dann kriegt er Panik und bittet Lou um Hilfe. Und so kriegen wir raus, wer es ist. Lass das Abhörgerät laufen. Schalte ich nie aus. Ja, Mann, Alter. Die Jungs kommen immer einen Schritt näher und näher und näher und näher, Mann. Genau so muss es sein. So, wir haben die Mission geschafft, Leute. Und ich würde sagen, wir sind eigentlich auch gut von der Zeit dran hier und werden an dieser Stelle auch pausieren mit dem Let's Play und einfach beim nächsten Mal weitermachen, denn hier haben wir noch eine Mission und eventuell haben wir noch eine weitere auf der Karte. Wir schauen mal kurz nach. Nein, das ist die einzige. Und jetzt merkt ihr, es kommen nur noch die geilen Missionen, Alter. Da habe ich richtig Bock. Am liebsten würde ich jetzt weitermachen, aber gleich spielt jetzt schon leider Bayern Dortmund. Das will ich mir gerne reinziehen, Leute. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Und dafür wird dann übermorgen das 1-Stunden-Special kommen. Vielleicht werden wir es ja vielleicht sogar da durchhaben. Ich weiß es nicht. Weil wenn jetzt wieder Missionen kommen sollten mit diesen kleinen Nebendingern, dann habe ich da echt keinen Bock drauf, Alter, ohne Spaß. Dann werde ich euch das auch nicht zeigen im Let's Play, sondern einfach überspringen. Das war schon blöd, dass ich euch die ganze Zeit die gezeigt habe, aber jetzt scheint es ja normal weiterzugehen und hier machen wir das nächste Mal weiter, Alter. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht mit Lincoln Clay. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben, ich fand, das war eine richtig coole Mission mit dem Hotel, mit dem Reinschleichen und sowas. Das war schon echt geil gewesen und deshalb würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, euer Öni ist raus, wir sehen uns später beim zweiten Video von heute wieder und mir geht es auf jeden Fall wieder viel, viel besser, Leute. Und ich denke mal, ab nächster Woche kann wieder alles super abgehen hier, Alter. Und ja, morgen hat mein Vater Geburtstag. Da gehen wir wahrscheinlich schön was Leckeres essen. Und ja, würde ich sagen, Leute, ich bin raus. Macht's gut, danke für alles, haut rein und ciao.